Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier bei eurem Tastenhauer, liebe Zuschauer und Bookbewohner. Ihr seid ja im Livestream nachträglich dabei, in einem Mitschnitt. Ihr könnt sehen, was der Chat schreibt hier auf der linken Seite. Und ja, wir sind zurück in Heaven's Vault und sind jetzt hier im Atlas Pass, oder wie man das übersetzen würde. Und machen uns auf den Weg zu einem Ort des sogenannten Stählernen Reiches. Das ist ja ein Reich, was wir inzwischen identifiziert haben aus der Geschichte dieser Welt. Und wir segeln jetzt in diese Richtung. Das wird ein bisschen dauern, aber ist ja von schöner Musik zum Teil untermalt. Hier, guckt euch mal diese Formationen an. Das ist wirklich sehr faszinierend. Sehr, sehr schön gemacht. Wunderbar. Hui, Sweep Sail. So. Ja, das sind sozusagen diese Wasserströme hier. Und hier geht's richtig ab. Meine Güte, bei allen Winden. Wow. Hier geht's richtig zügig ab. Wir könnten hier eine Ruine. Ja klar, wir finden eine Ruine mitten hier drin. Okay. Das kam jetzt plötzlich. Ah, wieder eine Ruine aus dem Zeitalter des Stählernen Reiches. Und da hat er gleich was gefunden, was er dort direkt mitgenommen hat. Aber es hat keine Symbole. Aber wir müssen in der Nähe des Ortes sein, wo wir hinsegeln, denn das Ding stammt wohl von dort. Das heißt, wir können jetzt quasi den Suchradius ein wenig eingrenzen damit. Ist natürlich schön. Wunderbar. So. Hoppala. Warte mal, wo ist der? Unexplored ist... Ja. Wir bleiben mal links, das passt schon. Diese Flüsse hier sind alle ziemlich unexplored, also noch nicht ausgekundschaftet von uns. Und da können wir sicherlich neue Wege hier erkunden. Denn es gibt ja eine wirklich große Vielzahl an möglichen Flussrouten hier. Ah, es gibt irgendwie einen Pfad im Wasser, der hier gekennzeichnet ist irgendwie. Dann bleiben wir doch mal hier auf dieser Spur. Wong hat mir mal etwas von den Chroniken von Masvai erzählt. Es war ein altes Gedicht, aber... Ach so, darüber den Fury Path irgendwie entlang zu fahren, aber ich weiß gar nicht, was Fury heißt. It is certainly not Fury, Mistress, sagt unser Roboter. Oh, und auch hier ist nochmal eine Ruine. Sehr schön. Mal gucken, was wir hierauf finden. Auch das wieder aus dem Stählernen Reich, aus der Zeit des Stählernen Reiches. Ein kaputtes Effigy gefunden. Okay. Und es gibt eine Inschrift da drauf. Dann nehmen wir die doch gleich mal mit hinzu. Oh ja, das ist, denke ich mal, komplex. Oh Gott, ich bin schon wieder ganz plötzlich müde hier. So, Site. Also, ach, mir fällt immer noch nicht richtig das Wort für Site ein. Sowas nervt mich, wenn ich immer so umhereiern muss um bestimmte Begriffe. Standort, Ort, ja, ist einfach nur ein Ort im Prinzip, ne? Okay. Der Ort... From... Ja, Gott. Schon wieder müde. Was ist hier los? So. Ich glaube, ich muss von gestern noch ein bisschen Schlaf nachholen. From... Und hier ist noch ein Vor drin. Das ist alles. Das ist ganz schön wenig. Aber wir könnten immerhin
Zeit widerlegen. Das kann es nicht sein. Place. Ist es da oben? Tempel. Das kann ja vielleicht Stärke? Weiß es nicht. Bewegt sich von für vielleicht der Vogel? Also Stärke kann sich ja nicht bewegen. Es muss ja irgendein Objekt oder ein Tier sein. Ich versuch's mal mit Bird. Was macht er jetzt hier eigentlich? Moves from vielleicht ist es it oder one? Only? Me? We? Ich würde sagen, it würde da passen für dieses einzelne Ding. Also, bird moves from it for itself? Ja, würde ja zu it passen, ne? Das klingt allerdings irgendwie ein bisschen... Aber Stand kann es doch nicht sein, oder? Keine Ahnung, ich lasse das jetzt mal so. Ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar, was damit gemeint sein könnte. Aber vielleicht finden wir es ja noch später raus. So. Habe ich das nicht gerade gemacht? Ah, okay. Ganz strange. Ja, komme ich jetzt nicht mehr rauf? Raus aus der Geschichte oder was ist hier los? Naja, Wang können wir ja leider nicht mehr sehen, weil wir nicht mehr zu ihm hinkommen können. Aber es kommt aus dem Ort, auf den wir suchen. Also sollten wir den Ort noch schneller lokalisieren und besser lokalisieren können. Okay. Klingt nach einer tollen Sache. Da vorne müssen wir jetzt links. Segeln wir die ganze Zeit im Kreis? Nicht, wenn wir dem Pfad folgen. Okay. Ja, es gibt hier irgendwie so Sparkles, so Tropfen, ne? Ah, fühlt sich gut an, wieder auf einem richtigen Fluss zu sein. Und jetzt geht's hier bergunter, quasi. Wenn man das im Weltraum überhaupt sagen kann. Bergunter. Das ist ja hier wirklich ein krasser Flussverlauf. Da kann einem ja richtig schwindelig von werden. Ui, ja, es gibt schon wieder einen schnellen Strom. Wow. Uiuiui. Okay. Sind wir denn wieder... Nee, wir sind gleich da. Oder zumindest in der Nähe dieses Ortes. So, die sollte sich auf jeden Fall hier in der Nähe befinden, sagt Six. Dieser Ort des stählernen Reiches. Wir waren noch auf keinem dieser beiden Ströme. Dann nehmen wir einfach mal den linken. Scheint ja gehüpft wie gesprungen zu sein. Welchen wir davon nehmen. So, wo sind wir? Ja, wir könnten jetzt... Hier ist auf jeden Fall noch eine Ruine gleich, die wir irgendwie schon auf der Karte verzeichnet haben. Ah, diese Wassertröpfchen zeigen uns quasi die richtige Richtung an. Das ist ja schön. Sind wir jetzt schon vorbei an dem Ding? Das ist eine Ruine, habe ich jetzt hier gar nicht gesehen, aber gut.
Ah ja, okay. Der Fluss zur Linken wird unsere Suche voranbringen, sagt er. Welcher Fluss zur Linken? Denn hier ist doch gar kein Links. Sehr eigenartig gerade. Oder meint er den da hinten? Und warum vibriert dieser Fluss gerade so komisch? Welchen Weg wir nehmen sollen, weiß er gerade nicht. Ich glaube auch, irgendwie ist er gerade sehr verwirrt, kann das sein? So, auf welchem Strom sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir quasi fast einmal hier im Kreis. Na gut. Da vorne ist eine Abzweigung. Nicht nach links, Mistress. Wir sollen rechts und weiter rechts halten. Ansonsten kommen wir wieder zurück zu den anderen normalen Flüssen, von denen wir hergekommen sind. Okay, dann bleiben wir mal hier drauf. Ah ja, okay, interessant. Um die Suche fortzuführen, biege bitte links ab. An der nächsten Kreuzung quasi, das machen wir auch. Die ist hier vorne, dann machen wir hier eine Linkstour. Machen wir die? Nö, wir können nicht. Wir können nur in die Richtung. Was ist das denn? Das ist sehr strange. Sehr eigenartig. Wisst ihr was? Hier war gerade irgendwie zumindest gefühlt... Ach, jetzt sind wir wieder an derselben Stelle rausgekommen. Wie ärgerlich. Ja, wir waren hier schon mal. Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt, wo es zu spät war. gerade eben hatte ich irgendwie, dass die Steuerung invertiert war auf einmal für einen gewissen Punkt. Ich weiß nicht, was das bedeutet so wirklich. Hör aus dem Strom raus. Nee, das können wir natürlich nicht. La la la. Hui. Jetzt fliegen wir mal rechts herum. Das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Genau, do not turn left. Das haben wir auch nicht gemacht. Wir sind ja rechts herum. Sind wir hier etwa richtig? Das sieht irgendwie sehr nach einer Ankunft hier aus. Ich weiß auch nicht. Ja, irgendwas ist da vorne. Und es gibt genug Platz zum Landen, während ich mein Mikro hier haue. Oder meinen Popschutz. Sehr schön. Achso, ich sollte vielleicht, Moment, meinen Stream wieder reinrücken, damit ich was erkennen kann. Und ja, machen wir das mal so. Okay, alles klar. Gut. Achso, und alles klar. So, ja. Ist das der Ort, wo die Uralten quasi die Statuetten oder Statuen hergestellt haben? Wir werden das herausfinden, liebe Leute. Sometimes when you find a place, you find it overflowing with humanity, with life, with joy, with family, with struggle. Flames that burn so brightly, they can still be seen as dancing shadows. Hundreds. Thousands of years later. And then other places are not like that. Dieser Mond ist kaum bewohnbar, Herrin. Es ist unwahrscheinlich, dass hier jemals jemand gewohnt hat. Aber irgendwas war hier, das wissen wir. Naja, aber keine Stadt oder kein Dorf. Ach, guck mal hier. Eine metallene Schiene. Eine Strecke, die in eine Öffnung führt, da vorne im Berg. Muss da unten, da muss ja irgendwas Interessantes sein. Natürlich werden wir reingehen. Was glaubst du denn? Haben die hier irgendwas abgebaut?
Oder haben sie einfach nur den Stein abgetragen für ihre Produktion von Statuetten, glaube ich. Hm. Und das hier ist ein kopfüberliegende Minenlore. Sieht so aus wie eines dieser Dinger, das wir schon bei der Ausgrabungsstätte gesehen haben, wo das Schiff ausgegraben wurde von Renbar. Und es hat eine Inschrift. Sehr, sehr cool. Mhm. Die Symbole sehen neu für mich aus, Herrin. Diese Lore ist auf dem Kopf. Ja, natürlich. Das ist ja ein interessanter Fakt. Okay. So, Mechanical. Mechanical Law, mechanische Gesetze sind oder ist. Tja. Was immer das heißen soll. Aber die Übersetzung für Gesetz, für Law ist richtig. Ja, irgendwas mit Robots. Robots Law. Die Gesetze der Roboter ist, oder das Robotergesetz ist, ja genau, das macht Sinn, ist fair, ist gut. Long, free. Das sieht auf jeden Fall wie eine Werbung aus. Robots Law is fair. Interessant. Wirklich sehr interessant. Hier drüben ist auch nochmal eine Minenlore. Und irgendwas liegt hier im Staub. Eine zerbrochene Glasflasche. Vielleicht aus uralten Zeiten und ist darin, ja, man kann immer noch etwas riechen. Ich kann das nicht. Ist eine Parfümflasche. Okay, der Griff ist irgendwie dekoriert worden und da steht auch wieder ein Satzausschnitt drauf. Okay. Garden. Goes with you. Der Garten geht mit dir. Ja klar, eine Parfümflasche. Die Düfte des Gartens quasi im übertragenen Sinne gehen mit mir. Dadurch konnten wir jetzt Garden bestätigen, den Garten und Goes auch. Sehr schön. Wunderbar. The Garden goes with you. Schön. Oh, wir haben auch einen neuen Ort damit lokalisiert. Ist auf jeden Fall Parfüm. Aha. Interessant. Ah, das stammt auch von demselben Ort wie diese Ölflasche, die wir da auf dem Domed Market Moon gefunden haben. Das ist natürlich cool. Dann lass uns doch mal gucken auf der Karte. Ach, das sind Unexplored Ruins hier noch, ne? Komme ich gerade irgendwie nicht hier hin. Ruin. Da können wir also noch hin, theoretisch. Aber Unknown Ancient Site. Okay. Ja, Professor Miari has locked the gates of Iox. Da können wir nicht mehr zurück. Das ist so schade. Extremely ancient site, triangulated. Was ist das hier für ein Ort? Und wir kriegen auch keine Antwort von Six. Interessant. Das ist unüblich. Das ist wirklich unüblich. Naja. Da unten wird es ziemlich dunkel sein. Versuchen Sie nicht über Ihre Füße zu fallen. Der Wind starb, als wir den Tunnel entered. Da hinten öffnet es sich. The air was ice cold and smelled of rust. Eiskalte Luft, das ist schon fast gruselig hier. Then we came out.
into a wide open space. Through all the murky dark, I could make out shapes, clinging like spiders to the rock. Man konnte irgendwie quasi ja irgendwelche Umrisse ausmachen. Irgendwie mag ich es hier nicht, Herrin. Es gefällt mir hier nicht, sagt er. Oh, ich glaube, dieser Abgrund ist ziemlich tief. Wir sollten sehr vorsichtig vorgehen, meint Six. Und so eine Konstruktion habe ich noch nie gesehen. Vielleicht so wie in diesem Kratermond. Was denkst du, Six? Ich könnte einfach reinklettern und zur anderen Seite wieder raus. Bitte tu das nicht, Herrin. Ja, diese Lore ist nur zufällig gebalanced. Das wäre keine gute Idee. Metal interlaced with stone and clay. Ah, okay. Ne, wir werden diesen Kart nicht zur Seite. Das ist mir zu gefährlich jetzt gerade. Ja, wir wissen ja, dass Wissen verloren gegangen ist. Ich meine, guck dich mal selbst an. Wohin das Ganze verschwunden ist, das ist natürlich die Frage. Okay, wir haben hier einige Kisten oder Crates. Wenn wir diese aufmachen könnten, dann wissen wir vielleicht, wofür dieser Ort gut war. Aber sie sind ganz fest verschlossen. Schade. Ich frage mich, wie viele Leute es gebraucht hat, um überhaupt so eine Statue zu errichten. Da drüben sehen wir auch schon Gehwege. Das muss ja ein ziemlich großes Ding in der damaligen Zeit gewesen sein, dieser ganze Ort. Irgendwas fehlt uns noch. Walkway suspended over cavern on the sculpture's moon. Und da hinten sehen wir auch eine Reihe von Gebäuden so angedeutet. Da sind auf jeden Fall Gebäude. Vielleicht Lagerräume, Baracken. Wir wissen es einfach nicht. Auf jeden Fall haben hier Leute gearbeitet für längere Zeiträume. Aber warum möchte hier jemand wohnen? Dieser Ort ist schrecklich. Nur um zu arbeiten? Ja, ich glaube, hier haben Roboter gearbeitet, ne? Weil wir sehen hier schon eine Rampe. Wir sehen da oben wieder so eine für Roboter zu öffnende Tür. Würde mich ja sonst wundern, wenn das was anderes wäre. Als ein weiterer Roboterarbeiterplatz. Oder haben die Roboter die Menschen arbeiten lassen in der Zeit? Wir wissen es nicht. Ganz spannende Fragen wieder. Home Cell Devotion. Safety before... Before Friendship? Können wir uns aber bei allen Worten nicht ganz sicher sein. Interessant. Die letzten beiden machen ja eigentlich gar keinen Sinn, aber before death? Das klingt irgendwie falsch. Safety before death. Na gut. Wie konnte hier überhaupt jemand gelebt haben? Hier gibt es gar nichts. Kein Wasser, nichts. Rampen. Ist dir das aufgefallen? Ja, natürlich ist mir das aufgefallen. Rampen bedeutet Roboter. Sind die hier in den Palast eingebrochen? Aber die benutzen ja keine Handwerkzeuge aus erkennbaren Gründen. I was buried in Iox for some considerable time and it did not impair my functionality. Also ich konnte quasi immer noch benutzt werden nach all der Zeit. Sieht genauso aus wie das Turret, was wir zuvor schon gesehen haben. Es muss aus einer ähnlichen Periode, Zeitperiode sein. Die Roboter sind wohl überall hingekommen. Es gab damals wohl wesentlich mehr von uns, aber das klingt für mich irgendwie natürlich.
Roboter können nur verloren sein, so wie du bereits mehrere verloren hast, okay. Ist auch ein komischer Kommentar. Oh, ein Kontrollraum mit Control Panels wieder. Aber die sehen sehr kaputt aus. Wir haben dieses Design schon mal gesehen. Die sind für Roboter gedacht. Gibt es hier Inschriften? Nee, gar keine. Ich hätte jetzt irgendwas erwartet. Wer immer das benutzt hat, weiß, was er da macht, was er damit tun wollte. Dachte immer, der Ort wird von den Sculptors, also von den Steinmetzen irgendwie bewohnt oder benutzt. So, hier ist dieses hier ist aufgebrochen worden, das Panel. Die Wirings, also die Kabel sind rausgerissen worden. Warum? Können wir das anstellen, das Ding, oder anmachen? Sollen wir es versuchen? Vielleicht funktioniert es ja noch. Und wenn es das tut, wird es die Kammer zum Einsturz bringen? Wer würde denn so ein Kontrollpanel bauen? vielleicht eine Minenoperation, die sich auf explosive Zündmechanismen verlässt? Ach, hier wird schon nichts passieren. Das wird schon nicht passieren. Ah. Menschlicher Optimismus. So einen evolutionären Nachteil konnte ich noch nie verstehen, okay? Das war wieder ein geiler Kommentar von ihm. Ja, ich verstehe. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Oh. Das Ding bewegt sich. Aha, und hat sich jetzt da oben angeschlossen. Sehr interessant. Cool. Die Kontrolle verlangt von mir, dass ich in der Nähe bleibe vom Kontrollpanel. Dann bleib halt, wo du bist, würde ich sagen. Ich werde hier ein bisschen Ausschau halten und mich ein bisschen umgucken. Ach, ich bin doch niemals böse. Danke dir. Let it go, let it go. Ach so, da können wir sagen, er soll damit aufhören. Aber das wollen wir nicht. Ich werde gleich zurück sein. Genau, wir werden uns jetzt hier ein bisschen umgucken. Oh ja, spannend, 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 liebe Leute. Spannend, spannend, spannend. Wir können aber erstmal hier auf die Rückseite gehen. Ui, guckt mal hier. Eine Inschrift, klar lesbar. Eine weitere Inschrift, ja. Oh, das können wir sogar fast direkt entziffern. Nebula Drinks. Drinks, Wine you provide? Blood? Aber Wein, warum sollte es hier konkret Wein sein? Das klingt wieder sehr poetisch, das mag ich. Nebula drinks wishes you provide. Trink quasi deine Wünsche. Was war das für ein Ort? Irgendeine Art Mine für irgendeine Kernressource. Vielleicht die Kristalle? Man weiß es nicht. Fast geschlossen. Aber irgendwas hängt da fest, okay. Oh. Eine Flusskarte aus den frühesten Tagen des Nebels und hat eine Inschrift. Das ist spannend. Das Ende eines kaum lesbaren Skriptes oder so. So, Segeln haben wir hier drin auf jeden Fall. Never ist hier hinten, das sehe ich schon. And never acts. Ach, da ist noch ein End. Oh, was sonst noch? Never acts never? Das macht keinen Sinn. No good, nein. Tried a different way. Also Acts kann da nicht drin sein, na gut. End, never. Ah ja, okay.
Okay, segeln ist also richtig übersetzt, sehr schön. Sail. River dead. Safely? Keine Ahnung. Fast. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, ob das macht ehrlich gesagt noch wenig Sinn bisher. Sail safely and, also segle sicher und präzise. Nochmal safely. Okay. Sail safely and safely, das wäre auch lustig. And never. And free vielleicht oder precise, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. And never. Return ist da oben drin. Never stop. Never. Top, ja. Klingt irgendwie logisch. Sail safely and free and never stop. The beautiful freedom of the nebula. Also die wunderschöne Freiheit des Nebels. Das kann ich verstehen. Cool. Ich würde sagen, das kommt aus demselben Ort wie die zerbrochene Flasche und diese Oil Flask, also diese Ölflasche auch. Chart is inked. Ja, ja. Können wir denn diesen Ort finden? Ja, die ist hier drüben irgendwo. Oder gehört das zu dem Ding? Ich bin mir nicht ganz sicher. Na, in Ordnung. So, hier hinten ist nichts offenbar. Ja, hier wurden offenbar die Karren, die Loren irgendwie rausgefahren. Anron, danke für die 5 Bits für musikalische Stimmung. Anron sorgt mit 5 Bits für musikalische Stimmung. Wunderbar. Damit einen schönen guten Abend auch dir, Pandoron. Once I'd found a hangar underground on Elbereth. Ich hoffe, die wurden stabil gebaut, diese Dinger, diese Walkways. Six, ja, ich höre dich, Herrin. Kannst jetzt loslassen. So, und jetzt werden wir uns gleich wieder ein bisschen drehen mit dem Ding. Sehr interessanter Mechanismus. Klong. Achso, das zieht sich dann da rein. Ich kann dich immer noch nicht erreichen, Mistress. Dieser eiserne Karren hat sich bewegt, aber es ist jetzt eine Lücke, bei der ich, über die ich nicht drüber hüpfen kann. Kannst du dich einfach rüberhoppern? Gibt es da ein Auge? Ich kann ohne Auge nicht hoppern. Ich bin ja nicht magisch. Okay. Okay, easy. Please do not go off exploring again. Also er will, dass wir uns nicht nochmal, weggehen. Das mag er wohl nicht. Pandoron schreibt, ich habe gesehen, dass du Yes, Your Grace auf der Liste hast. Das wäre, denke ich mal, interessant für die Zukunft, auf jeden Fall. Das werde ich mir auch auf jeden Fall anschauen. Ich habe aber momentan für ein Angehauen noch ein anderes Spiel auf der Liste, das kürzlich erschienen ist. Da bin ich noch nicht dazu gekommen, es aufzunehmen, werde das aber morgen wahrscheinlich schaffen. Und zwar ist ja vor über einer Woche, glaube ich, Broken Lines rausgekommen. Das finde ich auch ganz spannend von der Prämisse her. Und da werde ich auf jeden Fall ein Angehauen zu machen und dann denke ich mal auch demnächst mal von Yes, Your Grace. Das ist nämlich auch ein interessantes Spiel. Soweit ich das bisher gesehen habe, auf jeden Fall. Guck mal, was wir gemacht haben, Six. Ah, hier ist eine Inschrift. Ah,
Just Above the Dust, also direkt oberhalb des Staubs, okay. Herrin, ich weiß, Six, ich weiß. Das ist wieder auf dem Kopf gewesen. Das finde ich irgendwie lustig, dass sie das mehrmals so als Mini-Joke eingebaut haben. Das finde ich irgendwie schöne kleine Detailverliebtheit hier an der Stelle der Entwickler. Nebel ist da wieder drin, der Nebula. Der Wunsch. Der Wunsch des Nebels, das kann aber nicht Wunsch sein, oder? Der Nebel hat doch keine Wünsche. Sehr komisch. So. You are Wish of Nebula. Was ist das denn? Du bist der Wunsch des Nebels? Nein, das kann überhaupt nicht sein. Das hat sie jetzt auch festgestellt. Vielleicht das Blut? Ne, wegen dem Lebenssymbol? Das macht doch Sinn, klar. Du bist das Blut des Nebels. Das macht wirklich Sinn. Das macht wirklich Sinn. Und wir hatten doch hier die Inscriptions, die wir noch nicht gelöst haben, die unsolved sind. Oh Gott, jetzt müssen wir mal zurückkehren. Iron Card, River Chart. War das beim River Chart oder war das woanders? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo das war. Muss ich jetzt ein bisschen austesten, wo das war, damit ich das wieder rausfinde. Ja, genau, da war Drinks Blood. Ja, da wird das Blut sein, auf jeden Fall. Der Nebel trinkt das Blut, das du ihm zur Verfügung stellst. Oh, das klingt ja schon fast ein bisschen gewalttätig. Aber würde tatsächlich Sinn machen, wie ich finde. Cool. Also, macht als Satz auf jeden Fall Sinn. So, guck mal, was wir hier angerichtet haben, Six, was wir geschafft haben. Sieht aus wie ein Käfer. Oh, ich hoffe, wir haben das nicht kaputt gemacht, was immer auch da drin war. Oder nicht zu sehr kaputt gemacht. Nicht, dass das zerbröselt wurde. Hm, hier ist etwas. Und zwar ein kupferner Kerzenhalter aus der ganz alten, aus der uralten Zeit. Mit einer Inschrift drauf. Mit diversen Worten darin. Aua? Was scheint das hier zu sein? Aua. Da hinten ist irgendwo Ast, das seh ich schon. Das am Schluss, das haben wir noch nie gehabt, diese Symbolanordnung. Aber das könnte irgendwas teilen bedeuten oder so. Teilungssymbol. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mal gucken. Can könnte hier drin sein. Ja, das würde Sinn machen. Can take us. Aber irgendwas ist daran leider falsch. Das Can kann nicht dazugehören. Okay, aua. Das Wort kennen wir offenbar nicht. Take us. Das letzte kriegen wir auch nicht gebacken. Do take us. Ja. Aber irgendwie ist auch das nicht richtig. Das Du kann da nicht reingehören. Jetzt finden wir immer mehr raus. Aua. Cannot take. Ist jetzt auf einmal hier drin. Das war doch sonst nicht drin, ne? Strange. Cannot take us away oder apart? Hm. Aber Aua ist schon mal jetzt bestätigt. Sehr gut. Aua. Wounds, Hands. Oh, Moment. Jetzt hat er sich wieder hier nach hinten gesetzt. Aua, was ist es denn? Time. Provide. Bin mir nicht sicher. Ja, das ist verwandt mit Divide auf jeden Fall, mit Trennen. Ajar, think, wish. Nee, das muss away heißen. Cannot take us away. Our parents cannot take us away? Unsere Eltern? Ich meine, was könnte das sein?
Das ist irgendwie der Mittelbestandteil, da können wir nichts mit anfangen. Aber es macht ja sonst keinen Sinn. Our hands cannot take us away. Das macht keinen Sinn. Unsere Sailcloth, also unsere Segelkluft, unser Segelstoff kann uns nicht wegführen. Oder meinen die das? Aber das hat ja nun keine Verwandtschaft mit diesen Verwandtschaftsworten, ne? Also, hä? Ich nehme mal Parents, auch wenn es sich daraus meiner Meinung nach nicht direkt ableiten lässt, aber klingt irgendwie interessant. Naja, mal schauen, ob wir da noch später etwas mehr draus machen können. So, ist auch aus demselben Ort wie die ganzen anderen Gegenstände, die wir kürzlich gefunden haben. Candleholder, also ein Kerzenhalter. Ja, ich weiß nur nicht. Hier werden immer Stücke von der Unknown Ancient Site weggenommen, sodass der Suchradius etwas eingegrenzt wird. Sehr interessant. Tja, liebe Leute, ich würde sagen, jetzt machen wir aber erstmal, beenden wir jetzt erstmal diese Folge des Livestream-Mitschnitts. Bedanke mich für euer Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.